Primär hängt es natürlich davon ab, welchen Impfschutz Sie schon haben. Es ist natürlich wichtig zu wissen, ob man gegen Masern, Mumps und Röteln geimpft ist oder diese Infektionen schon durchgemacht hat, was bei den meisten der Fall ist. Impfungen vor allem auch gegen saisonale Infektionen, die über Tröpfchen übertragen werden, zum Beispiel über Influenza, jetzt Corona, in Zukunft vielleicht auch RSV-Infektionen und mitunter je nach Immunschwäche auch Schutz vor einer bakterielle Infektion, wie zum Beispiel Pneumokokken, je nach Reisetätigkeit oder nach Exposition auch zu schauen, ob ein Impfschutz gegen Hepatitis vorhanden ist oder diesen gegebenenfalls auch aufzufrischen. Und je nach Umfeld oder Reisetätigkeit gibt es noch die eine oder andere Impfung, die mitunter in Erwägung zu ziehen ist, wie zum Beispiel auch die Zosterimpfung bei über 50 Jahren mit Immunschwäche, da diese Infektion sich reaktivieren kann, vor allem wenn das Immunsystem durch die laufende Therapie unterdrückt ist. Prinzipiell ist es so, dass bei Patienten mit Immunschwäche Impfung mit Lebendimpfstoffen, also mit vermehrungsfähigen Viren, kontraindiziert, also nicht empfohlen werden, weil das Immunsystem mitunter nicht in der Lage ist, die Vermehrung dieses Virus ausreichend zu unterdrücken und dadurch kann es eben dann zu schweren Erkrankungen kommen. Lebendimpfstoffe sind eben nur in Ausnahmefällen notwendig und da muss eben speziell für jeden Patienten geschaut werden, ob das entsprechend möglich ist. Umgekehrt, bei Patienten mit Immunschwäche sind Totimpfstoffe unbedenklich. Allerdings muss man hier sagen, je schlechter die Immunantwort ist und je mehr das Immunsystem unterdrückt ist, desto schlechter ist auch die Impfantwort und der langfristige Impfschutz. Letztendlich ist es so, dass jede Impfung mit der Zeit an Wirksamkeit verliert, vielleicht mit Ausnahmen von den Lebendimpfungen. Und dafür spielen mehrere Komponenten eine Rolle. Einerseits einfach, weil das Immunsystem altert und dadurch das immunologische Gedächtnis auch nicht mehr so präsent ist. Das Zweite ist, weil sich auch Erreger entsprechend verändern können und möglicherweise gegen den Erreger, gegen den ich ursprünglich geimpft worden bin, zum Beispiel bei einer Influenza, es nicht mehr wirksam ist, weil das Virus sich in der Zwischenzeit verändert hat und dadurch eben eine Auffrischung auch entsprechend sinnvoll ist. Und drittens natürlich, weil manche Impfungen eben nur eine Saison oder zwei Saisonen lang halten und einen effektiven Impfschutz bringen. Ja, was manche Leute oft abschreckt, sind die Kosten, wobei in Österreich in den allermeisten Fällen es so ist, dass immunsupprimierte Patienten mit der entsprechenden Indikation, die eben dann durch den Behandler zu attestieren ist, diese Kosten auch ersetzt bekommen. Das Zweite, was natürlich immer eine Frage ist, durch eine Impfung will ich natürlich eine Wirkung erzeugen, dass ich mein Immunsystem trainiere und von einer Infektion geschützt bin. Wie schaut es mit Nebenwirkungen aus? Die in Österreich zur Verfügung stehenden Wirkungen werden im Regelfall gut vertragen. Meistens gibt es lokale Nebenwirkungen an der Einstichstelle. Generell ist es aber auch so, dass Patienten mit Immunosuppression weniger auf Impfungen reagieren, weil natürlich die Aktivität des Immunsystems etwas eingeschränkt ist und man hat eigentlich nicht damit zu rechnen, dass es über die üblichen Nebenwirkungen hinausgehende Probleme gibt. Falls trotzdem irgendwas auftritt, was man etwas komisch vorgibt, dann kontaktieren Sie bitte den Hausarzt oder die Ärztin, die Sie geimpft hat, um das auch entsprechend abzuklären. Generell noch einmal zu betonen, Lebendimpfungen sind bei Immunosupprimierend im Regelfall nicht indiziert, aber es gibt Ausnahmefälle, wo man es trotzdem geben kann.